Sie gedeiht in den trockenen Gegenden beispielsweise von Afrika, Mexiko oder auch auf den Kanaren. Die Aloe Vera. Im Laufe ihrer langen Geschichte als Heilpflanze haben ihr die Menschen viele Ehrennamen gegeben. Pflanze des Himmels, Arzt im Blumentopf oder Blume der Unsterblichkeit. Aloe Vera, Königin der Heilpflanzen seit Tausenden von Jahren. Schon bei den alten Ägyptern spielte sie eine wesentliche Rolle in der Medizin und im Totenkult. Königin Kleopatra führte ihre Schönheit auf die Kraft der Wüstenlilie zurück. Als unübertroffener Feuchtigkeitsspender galt die Aloe schon damals. Es hieß, sie straffe und verjünge die Haut. Heute weiß man, dass sie den Hautstoffwechsel anregt und die Durchblutung der Haut fördert. Das dient nicht nur der Schönheit, sondern auch der Gesundheit. Besonders schön und gut einzusetzen ist die Aloe bei Hautproblemen. Sie ist entzündungshemmend, hat eine leicht antibiotische Wirkung und adstringierend. Deswegen ist es wunderbar einzusetzen bei zu großen Poren oder Akne oder auch Schwangerschaftsstreifen. Dank ihrer entzündungshemmenden Wirkung galt die Aloe in der Antike als beste Notfallmedizin bei Kriegsverletzungen. Deshalb führte Alexander der Große die Aloe, das Blut der Götter, wie der Saft der Pflanze auch genannt wird, in großen Mengen auf seinen Feldzügen mit. Wunden sollten so geschlossen und Entzündungen verhindert werden. Bis vor 100 Jahren blieb die Aloe in Europa eine Erste-Hilfe-Pflanze, die bei kleineren Verletzungen im Haushalt angewendet wurde, besonders bei Verbrennungen, Abschürfungen oder Schnittwunden. Aber die Aloe kann noch mehr. Ein Riesenproblem dieser Zivilisation ist einfach, sind Gifte, Toxen jeglicher Art, ob bewusst oder unbewusst aufgenommen. Wir sind einfach sehr belastet, wesentlich belasteter als noch unsere Großmütter. Und diese Pflanze, also die Aloe, ist eine der Pflanzen, die uns unglaublich hilft, den Körper zu entgiften, den Stoffwechsel zu entlasten, die Zellen zu energetisieren und zu vitalisieren. Wissenschaftler beschreiben auch medizinische Einsatzmöglichkeiten der Aloe bei Erkrankungen der Knochen und Gelenke, wie Rheuma oder Arthritis. Der Aloe-Saft als Kur harmonisiere und regeneriere den gesamten Magen-Darm-Bereich und stärke das Immunsystem. Sie kann nach Einschätzung von Experten bei Hautkrankheiten wie Neurodermitis ebenso helfen, wie bei Schäden zum Beispiel durch Sonneneinstrahlung. Aloe Vera, ein Geschenk der Natur mit möglicherweise noch vielen unentdeckten Möglichkeiten.